Ein Großteil der Menschheit wird gereinigt werden und wird dann für das lang erwartete Zeitalter des Friedens bereit sein. Mittwoch, 7. November 2012, 21:28 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, die ganze Welt wird die Veränderungen spüren, da jedes Land eine Ruhe und ein Gefühl der Erwartung erfahren wird. Doch viele werden nicht verstehen, warum dies geschieht. Das Leben wird sich verändern, und für diejenigen, die auf mich vertrauen, es wird in der Zukunft vieles geben, worauf ihr euch freuen könnt. Denkt von der Welt, als ob sie eine lebendige Person sei, die unter einer schrecklichen Krankheit leidet. Sie muss leiden, Schmerzen fühlen und die Zeitdauer durchstehen, während welcher von ihrem Arzt die Krankheit behandelt wird. Viele Menschen sprechen auf die Behandlung schnell an, andere langsamer, andere überhaupt nicht. Manche Patienten haben Hoffnung und akzeptieren, dass ihr Körper eine mitunter schmerzhafte Behandlung wird ertragen müssen, bevor er sich wieder wohl und gesund fühlen wird. Die Welt leidet unter einer Verseuchung, die durch den Einfluss Satans verursacht wird, weil er und seine Dämonen Gotteskindern einreden, sie verleiten und überzeugen, dass die Sünde nicht existiere. Sie stürzen von einer geistigen Krise in die andere. Wie sehr sie doch meinem geliebten Vater missfallen. Wie viel Schmerz werden sie ertragen müssen, bevor sie das Leben auf die Weise leben können, wie die Gebote Gottes es vorschreiben. Sobald diese Krankheit jedoch behandelt worden ist und nachdem der Schmerz vergangen ist, wird ein Großteil der Menschheit gereinigt werden und wird dann für das lange erwartete Zeitalter des Friedens bereit sein. Das Zeitalter des Friedens, das all jenen versprochen worden ist, welche den Lehren Gottes folgen, erwartet diejenigen, die sich vor meinen Augen gerettet haben. Jedem von euch wird die Wahrheit gezeigt werden. Dann werdet ihr imstande sein, zwischen der Hässlichkeit der Sünde und dem, was Reinheit ist und die erforderlich ist, um in mein glorreiches Königreich einzugehen, zu unterscheiden. Wenn jedem die Wahrheit gezeigt worden ist, wird sie niemand von ihnen bezweifeln, aber nicht alle werden sie annehmen. Es ist für die Menschheit Zeit zu erkennen, was aufgrund der Habgier, des Egoismus und einer Eigenliebe mit der Welt geschehen ist. Auf das Wohl jener, die im Leben kein Glück haben, wird keine Rücksicht genommen. Es gibt nur noch wenig Respekt für das menschliche Leben. Ihr müsst eure Arroganz ablegen, denn wenn ihr das nicht tut, wird euch alles, was ihr besitzt, genommen werden. Die verschiedenen Führer in verschiedenen Nationen werden bald gemeinsam Vorbereitungen treffen, das Christentum weltweit zu zerstören. Aufgrund dessen werden die Schalen von Feuer und Blitz über die Welt ausgegossen werden, um die Bösen zu bestrafen. Ihr müsst jedoch verstehen, dass viele der von meinem Vater geplanten Züchtigungen aufgrund eurer Gebete gelindert worden sind. Bleibt stark. Fahrt fort mit meinen Kreuzzugebeten und gebt die Hoffnung niemals auf. Euer Jesus.